Hier in der Werkstatt der Stiftung Pfennigparade wird etwas ganz Besonderes restauriert. Bienenkisten. Denn damit sich Bienen wohlfühlen und überleben können, brauchen sie, wie wir Menschen, ein schönes Zuhause. Mehr als nur eine Bienenpatenschaft heißt das Projekt, bei dem die Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenarbeiten. Gemeinsam kümmern sich die 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darum, dass die Bienen am Ende einen großartigen Honig produzieren. Unterstützt wird das Bienenprojekt jetzt von der Stadtsparkasse München. Sie hat es mit 10.000 Euro unterstützt. Alles im Rahmen der Nachhaltigkeitschallenge, dem Münchner Zukunftsheldinnen-Wettbewerb. Das Projekt Mehr als eine Bienenpatenschaft gefiel nicht nur der Jury, sondern auch mir persönlich sehr gut, weil gleichzeitig vieles erreicht wird. Es ist gut für die Menschen und auch gut für die Umwelt, denn die Bienen tragen natürlich zur Artenvielfalt und auch zur Biodiversität bei. Und was noch dazu kommt, ist, dass natürlich hier in der Schreinerei Menschen mit Handicap etwas schaffen, worauf sie mit Recht stolz sein können. Und das ist ja das, was wichtig ist, dass wir als Menschen, aber auch als Stadtsparkasse München, zum einen etwas für das gemeinsame Miteinander, aber auch für das Gemeinwohl in dieser Stadt tun können. Menschen mit ihren Stärken und Talenten sehen, Inklusion und Integration in die Stadtgesellschaft tragen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schreinerei, in der die Bienenkästen gebaut werden, wird das möglich gemacht. Wir suchen halt spezielle Arbeiten raus, das heißt, nicht jeder kann alles, gar keine Frage nicht. Bei uns passieren jeden Tag coole Erlebnisse mit unseren Leitschülern, weil die sind einfach lustig, sind einfach charmant, sind einfach nett und das ist einfach jeden Tag ein besonderes Erlebnis. Das Projekt ist für die finanzielle Hilfe dankbar. Die Förderung durch die Nachhaltigkeitschallenge der Stadtsparkasse München ist von großer Bedeutung und unterstützt direkt vor Ort. Einmal verkaufen wir den Honig an verschiedenen Stellen und daraus erzielen wir natürlich Erlöse. Und dann ist es so, dass wir darauf angewiesen sind, dass Organisationen, Unternehmen spenden, so wie jetzt auch die Stadtsparkasse München. Den Menschen direkt vor Ort helfen, darum geht es auch Imker Christoph Oberländer, der die Beschäftigten der Pfennigparade bei allen Arbeitsschritten mit einbezieht. Wir fahren raus zu den Bienenständen, müssen die Völker kontrollieren, ob sie schwärmen wollen, ob sie schon Honig eingetragen haben. Meistens gibt man dann zur Beruhigung einen kleinen Rauchstoß. Das ist zum Beispiel schon mal eine klassische Tätigkeit für jemanden, der mich begleitet. Wenn wir dann den Honig ernten und hier reinbringen, dann wird geschleudert. Es sind auch viele Tätigkeiten wie Entdeckeln, die Schleuder füllen, den Honig sammeln und dann später auch wird der Honig abgefüllt. Und dieses Abfüllen ist auch eigentlich eine sehr schöne Tätigkeit, die die Leute mit großer Begeisterung machen. Die Stadtsparkasse München übernimmt die Patenschaft für 20 Bienenvölker und setzt dadurch ein Zeichen für Klimaschutz, Artenvielfalt und Inklusion.